Ja, der Thorsten hat mich ja schon anmoderiert. Für mich ist es erstmal komisch, als Lehrtrainer in die Kamera zu schauen und keine Gruppe vor mir zu haben. Gleichzeitig tue ich jetzt mal so, als wenn ich zur Gruppe spreche. Am Anfang ist mir erstmal wichtig zu sagen, ich habe jetzt nicht drum geschrien oder drum gebeten, hier zu sitzen. Es kam, wie es so häufig entsteht. Ich habe ein Abendessen mit dem Thorsten Veit gehabt, mit dem Bernd Schmidt, habe einfach so ein Beispiel, Beratungsbeispiel aus meinem Alltag erzählt, und wie die beiden so sind, haben sie gesagt, komm, das versuchen wir mal festzuhalten. Also aus dem Grunde sitze ich hier. Um ein bisschen Orientierung zu geben, erstmal in abstrakter Form, wo es einmal um den Klassiker geht, Auftragsklärung, und zwar in diesem typischen delikaten Feld, Kunde hat einen bestimmten Wunsch, ich als Berater spüre, das passt gar nicht. Ich denke, das, was wir Berater täglich intern oder extern erleben. Dann, ich denke, Wiederauffrischung unter Kollegen, nochmal so auf systemische Fragen zu schauen, wo in dieser Auftragsklärung eine ganze Menge an für mich relevanten Fragen zu stellen waren. Das Dritte, ein für mich wichtiger, immer wichtig werdender Teil, die Unterscheidung von zwei Scheinwerfern. Einmal bin ich kundenorientiert oder programmatisch. Die Essenz schon verraten, ich glaube, häufig ist Programmatik beste Kundenorientierung. Das wird sich in dem Fall, glaube ich, ein bisschen zeigen. Dann als Viertes ein kulturbildendes Interview, wo ich im Top-Management Coaching-basierte oder Coaching-ähnliche Gespräche vor anderen führe. Und als Letztes ein paar Fragmente teilhaben zu lassen zu einer Lernthese. Ich glaube, wir müssen wesentlich mehr lernen, in vertikalen Lernsettings zu arbeiten, also entlang der vertikalen Leistungsgemeinschaft zu qualifizieren, als Kontrast, wie so Seminare besetzt sind, Teamleiter, Bereichsleiter, die zusammenzubringen, die eh immer zusammenhocken. Und das Ganze so in einer Erzählung. Der Fall, das mache ich relativ rasch, mittelständisches Unternehmen, 1000 Mitarbeiter, es gibt einen Inhaber, Geschäftsführer, zwei HRler, ein HR-Direktor, so um die 50 Jahre alt, relativ frisch im Unternehmen, und eine, die HR-Leiterin, vielleicht um die 40, schon länger im Unternehmen. Kontext: Wettbewerbspitch, es werden mehrere Berater eingeladen. Vordergründig geht es darum, 30 Führungskräfte der zweiten Ebene zu qualifizieren. Man hat so gedacht, da läuft es nicht so gut, also sollen die mit Seminaren, Coaching, wie auch immer, qualifiziert werden. Dass man sich so ganz bildhaft vorstellen kann, Unternehmen, was glänzt nach außen, sehr busy wirkt, mit Marmor und Glas wird gearbeitet, also alles sehr vornehm und sehr pushy, so von der Grundkultur. Mein Gefühl war auch an diesem Tag, jetzt gehe ich in dieses Kennenlernen hinein mit dem HR-Direktor, der Personalleiterin. Ich bin so die dritte, vierte Nummer an dem Tag, wo sich Beratungsinstitute vorstellen. Und das Gespräch beginnt, also jetzt bin ich in Minute 1, da war nicht viel Smalltalk, was mir eigentlich ganz sympathisch ist, beginnt die Personalleiterin, hat so ein Packen Folien vor mir, ist prima vorbereitet und will mich quasi 10, 15 Minuten briefen, was ist mit diesen 30 Führungskräften zu tun, was sind die Ziele, und danach von mir herauszufinden, was habe ich für Ideen, kluge Seminare, Trainings, was auch immer zu machen, und darüber entscheidet sich das. Eigentlich so, wenn man das so hört, klingt das so ganz plausibel und man wird sich als Berater fügen. Jetzt gehe ich in die systemische Welt. Mein Ahnungssinn, so als Fachausdruck benutzt, war sofort in dieser Minute 1. In diesem Modus, also sie belehrt mich mit Folien, ich gebe artig Antwort, wird das aus Kundensicht keinen Sinn machen, ihn zu bedienen. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Ich habe ja höflich zu sein, kundenorientiert, und habe mir gesagt, nee, das ist für alle nicht gut, und habe dann auch einen Vorschlag gemacht zum Stil. Also ich bin eigentlich bei einem ganz banalen Thema, vordergründig, hintergründig finde ich es wichtig, sie gefragt, ja, ich finde das gut, freue mich auch von Ihnen die Geschichte zu hören. Ist sie offen für einen anderen Weg, ob wir es irgendwie anders einfädeln könnten? Normal wird dann eigentlich freundlich reagiert, sie war aber sofort angespannt, auch so spürbar aus dem Konzept, sie wollte mir jetzt die 10 Folien zeigen. Also erste Welle lief schief und man spürte schon richtig schiefe Situation im Raum, auch mit diesem HR-Direktor. Auch hier die Frage für mich als systemischer Berater, bin ich nettartig kundenorientiert oder
setze ich nochmal nach. Ich habe dann einfach gesagt, ja, ich kann es machen und vielleicht kann sie sich meinen Vorschlag nochmal anhören, dass wir es anders einfädeln. Das war jetzt so zweite Minute des Kennenlernens. Sie war sichtlich angespannt und sagte natürlich, ja, erzählen Sie mal. Und was mich gesteuert hat, ist als Fachmann unspektakulär eher mal ranzugehen, über systemische Fragen mal zu klären, worum geht es überhaupt, was sind die Hauptperspektiven, was muss zusammenkommen und nicht sofort im Reflex in einer Maßnahme zu denken. So macht man jetzt eine gute Team- oder Führungskräfteentwicklung. Sie hat sich darauf eingelassen und hat dann gesagt, ich würde sie gerne dann im Vier-Augen-Gespräch interviewen, auch gerne mit Zeitvorgabe. Wir merken beide, es lief gerade nicht gut. Schauen wir, ob wir noch was Gutes draus machen. Und der HR-Direktor hörte zu. Jetzt gehe ich so in den Punkt Auftragsklärung, Auffrischung so in systemische Fragen, aber auch so ein Beispiel zu geben, wenn es gut läuft, in aller Ruhe zu beschleunigen, also mit Ruhe schneller zu werden. Die Einstiegsfrage, wenn ich es jetzt so noch so wiederbekomme, also sinngemäß auf jeden Fall, war von mir: Angenommen, Frau X, Sie hätten mir jetzt 10, 15 Minuten die Folien präsentiert, wo ja viel steht, was im Argen ist mit Ihren Führungsleuten. Und diese Führungskräfte, die hätten jetzt daneben gesessen, die 30, und ich würde die punktuell befragen zu Sinn und Zweck des Ganzen. Wie weit würde die dahinter stehen? Meine Vermutung war übrigens, ich habe da falsch gelegen mit meiner Ahnung, also da merke ich auch, Fragen sind sinnvoll, war alles abgesegnet, die freuen sich, die wollen unbedingt mal wieder Schulung bekommen. So war es nämlich nicht, sondern sie antwortete, das ist eine gute Frage, Herr Minor, da wären alle mehr oder weniger dagegen. Also keiner will die Schulung und was es noch delikater macht, die glauben, die haben es nicht nötig. Die brauchen das nicht. Also es sind smarte, intelligente Führungskräfte in der einen Ebene, aber auch sie glauben, dass es nicht nötig ist. Das war jetzt so nach ungefähr 7 Minuten Kennenlernen. Jetzt ist die Frage so auch für Sie als Zuhörer oder für euch, wir duzen uns ja, für euch als Zuhörer, was macht man draus? Da hat ja jeder andere Ableitung. Meine Ableitung, vielleicht auch ein bisschen dogmatisch, ist völlig klar an dieser Stelle schon, diese angedachte Maßnahme macht mir keinen Sinn. Und das habe ich ihr auch, ich dachte, jetzt ist eh alles so schief gelaufen am Anfang, ihr auch gesagt, egal was wir jetzt noch sprechen über Symptome, über die Führungskräfte und was im Argen ist, ich glaube, was sie vorhaben, das macht wenig Sinn. Wir haben dann Leute im Seminar hocken, die zwangsverschickt sind. Es wird zu einer Alibi-Veranstaltung. Vielleicht, wenn sie ein Institut gewinnen, was gut animationsmäßig arbeitet, mit viel Outdoor-Anteilen, dass man was schaffen kann. Aber ich wäre dafür nicht geeignet. Also ich brauche Leute, die grundsätzlich Ja sagen. Wir wollen was gewinnen. Aber da war sie plötzlich auch ganz offen und auch nachdenklich. Und das fand ich auch super von ihr gesagt, nee, Mina, wenn ich das jetzt schon höre, das macht eigentlich keinen Sinn. Und dann habe ich so Fragen, jetzt wie gesagt, Wiederauffrischung, ich will ja nicht belehren, gestellt. Wie ist denn das Image von HR? Wie angesehen sind Sie, wenn Sie Vorschläge bringen? War auch wunderbar selbstkritisch, gar nicht. Wir sind eigentlich immer nur die Hinterherrenner, dass die was Gutes machen und bekommen, aber eigentlich wird es nicht akzeptiert, was es einfach nochmal schwieriger macht. Dann bin ich auf den Führungsfokus gegangen. Es gibt einen maßgeblichen Inhaber-Geschäftsführer, so Ende 50, langjährig verdient angesehen, gefragt, wie nimmt denn dieser Chef seine Führung auf diese Symptome wahr, die sie mir ja immer noch nicht erzählt hatte, auf diese Symptome wahr? Und dann sagt sie auch ganz offen, gar nicht, der führt dazu nicht. Er spürt schon ein bisschen, dass es nicht läuft, daher sind wir beauftragt, mach mal. Aber so wie wir in Dialog kamen, war es eigentlich nach 22 Minuten klar, was angedacht war, macht keinen Sinn. Auch mit dem HR-Direktor, der kam dann dazu, haben wir zu dritt einfach sehr ehrlich überlegt, was könnte man machen, Hypothesen gebildet etc. Wenn ich den Schnitt nochmal zusammenfasse, was vielleicht jetzt so selbstredend klingt, für mich nochmal so auch Ermutigung, Kundenwünsche nicht zu bedienen, in dem Fall in der ersten Minute nicht auf Folien einzugehen, sondern eigene Programmatik mit Fragen, mit sauberer Kontraktklärung zu verfolgen, ist Kundenorientierung im besten Sinne. Weil was klar war, diese Maßnahmen in der Form haben sie so nicht durchgeführt.
Jetzt die Frage natürlich, einfach zu sagen, geht nicht, will nicht, das macht keinen Sinn. Fokus auf den Chef nach Exploration, wie offen wäre der Chef, wie kritikfähig ist der, wie einsichtig ist der, wie wird der auch mitwirken. Also all solche Fragen, dauert auch nur 5 Minuten, war dann überraschenderweise klar, der Chef wäre offen für eine Zusammenarbeit. Er wird auch sowas jetzt, was meine Vermutung wäre durch das, was ich da sah, nicht als so Coaching, Laberei, Therapie, 4 Augengespräche sehen. Er fände das offenbar ganz spannend, auch so mal ranzugehen. Und für mich als Berater, jetzt gehe ich wieder auf diese andere Ebene, vielleicht kennen einige von euch die Unterscheidung des Scheinwerfers beraten versus führen. War für mich auch völlig klar und dieser Scheinwerfer lief ab. Wir haben hier eine Führungsfrage. Jemand muss Führung wahrnehmen und Antwort geben auf relevante Symptome und nicht als Stabsstelle zu beraten, die 2 HRler oder irgendein Mino-Institut zu beraten, nach dem Motto, Berater, mach weg, mach Symptome weg bei Führungskräften. Und mit der Hypothese dann Richtung Chef gefragt und jetzt das abzukürzen, 2 Wochen später schon, also jemand, der eigentlich ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht ist, 2 Wochen später saßen wir in gleicher Form wieder da, die 2 HRler, der Inhaber, muss ich so vorstellen, charismat, auch gut aussehender Typ, gar nicht angsteinflößend, offen, saß da und ich habe quasi im ähnlichen Stil ihn interviewt auf all die Themen, die wir schon hatten und auch, und das finde ich jetzt wichtig, uns Berater immer zu ermutigen, ist es freundlich und nicht überfallartig, auch auf Delikates zu fragen. Also ich fragte ihn dann nach den Symptomen, die er dann auch schilderte, was alles schlecht läuft und die Leute da am liebsten sich trennen würde. Auf die Frage, wie führt er dazu, sagt er erstmal mit so einem Lächeln, ja, Herr Mina, gute Frage, wahrscheinlich zu wenig oder ich schaue zu lange zu, so sinngemäß. Auch hier jetzt, ich mache einen kleinen Schnitt, auch da, was können wir Berater tun, um mutig Beispiele für gelebte Kultur zu erzeugen? Wir waren ja nicht bilateral, die Geführten sitzen daneben. Was kann ich tun? Ich will nicht beschämen, aber Angebote machen. Und ich habe mich entschieden, frech mutig zu sein, ihm gesagt, ja, so, ich sehe Sie lächeln, fast mit so einem breiten, diebischen Grinsen im Gesicht sagen, ja, ich nehme mir ein bisschen wenig Zeit. Ist das Lächeln gemäß? Oder bagatellisieren Sie einen Nachteil, der eigentlich ein großer Nachteil ist? Schweres, also ich weiß noch, so schweres Schnaufen, aber er wurde nicht grollig auf mich. Meinte, nee, Sie haben schon recht. Und dann habe ich nochmal gesagt, ganz verdichtet, ganz streng, ich sage es auch vor Ihren Mitarbeitern, kann es sein, dass Sie zu einem wichtigen Punkt Ihre Führung nicht wahrnehmen. Ich weiß, dass jetzt viele, die zuhören, so zucken, oh, weil ja in ihre narzisstischen Vorstände vielleicht sehen, kann man sowas machen. Meine Erfahrung, es geht, ich kann nicht überfallen damit, aber langsam hinführen und dann ist es eigentlich fast Alltag, unspektakulär zu fragen, worum geht es. Daraus ist dann der 3. Schritt entstanden. Jetzt gehe ich mal so rein in das fragmentarische Vorgehen. Mit ihm, er war erstmal so, ich will jetzt mit allen 30 das machen, Herr Mina, meinte ich, nee, machen wir nicht Gießkanne, gucken wir mal am Fragment. Systemisch erfragt, sind alle 30 Führungskräfte gleich? Gibt es bestimmte Bereiche, wo was ansteht, wo sie ohnehin was vorhätten, wo man was anreichern kann, ohne eine extra Kunstbühne aufzumachen, all die Fragen. Und da gab es was, jetzt springe ich 3 Wochen später, Feierabend, Workshop, da geht alles nur am Feierabend, Freitagabend, 16 Uhr, mit ihm und 10 bewusst ausgewählten Führungskräften eine Diagnose zu machen, die dann aber auch schon kulturbildenden Anteil hat. Gibt es ganz viele Stile. Für mich bewährt sich einfach der 4-Augen-Interview-Stil vor den anderen. Also ich habe den Inhaber vor dieser 2. Führungsebene, ja, 40 Minuten, auch mit Stoppuhr übrigens. Mir ist wichtig, in Ruhe mit Zeitvorgabe arbeiten zu können und das auch vorzuleben. Ihn interviewt auf das große Ganze, auf wie soll es weitergehen. Und dann natürlich zunehmend auch, was taugt ihm, was schätzt er an der 2. Führungsebene, die ja daneben saßen. Was taugt ihm nicht? Wo ist er unzufrieden? Woran macht er das fest?
Wie würden die Geführten, die dabei sahen, das sehen? Und. Also Fragen, um viel zu explorieren und die anderen nachdenklich zu machen. Und natürlich dann das besonders Delikate, bei aller Freundlichkeit spürte ich schon so eine Angstatmosphäre, man wird nicht offen sagen, was ist. Also ist klar für mich als systemischer Berater, ich muss hier ein Beispiel erzeugen, dass man merkt, der Wind weht jetzt anders. Und das waren die Fragen nach seinen Beiträgen zu Misslingen. Wo ist er mit seiner Führungsrolle hier in diesem Raum mit diesen Menschen nicht zufrieden? Und das hat er erstaunlich offen, aufrichtig geantwortet. Auch die Frage, wie wichtig ist ihm der Nachteil? Reden wir über Peanuts oder ist es ein Nachteil, den er hier erlebt, der zu welchen Folgen führt? Und er hat, ohne dass das hysterisch klang, gesagt, wenn es so weiterginge, würde ich die Firma in ein paar Jahren verkaufen. Ich wollte es so nicht. In dieser Form war das nie klar. Alle haben so ein Gespür gehabt, naja, er ist nicht ganz zufrieden, aber ich bin völlig weg von dieser Telepathienummer. Man muss schon spüren, was der Chef denkt. Jetzt war es im Licht. Und natürlich war das Schock und Betroffenheit in dem Moment. Auch da kann man sagen, Berater, was wächst du schlafende Hunde? Da ist meine systemische Haltung, ich bringe das ins Licht, was ohnehin da ist. Und dann hat man Chancen auf Lösungen, auch wenn es sehr, sehr unbequem ist in dem Moment. Und das müssen wir auch aushalten. Ich bringe eine letzte Ebene noch rein, wo ich die letzten Jahre oder wir in Wiesloch ja viel getüftelt haben, wie können wir systemische Didaktiken, die sich hier in den Ausbildungen bewährt haben, auch direkt in Top-Management-Alltagsbühnen bringen, auch wenn sie sehr unspektakulär wirken. Und die Ebene war, dass ich vor diesem Interview mit dem Geschäftsführer den Zuhörern ein klares Drehbuch gesagt habe, wie verantwortlich zugehört werden kann. In dem Fall war das so, also nicht reden, reden, reden und dann, wer erzählt von euch mal was, sondern jeder wusste vorher von den Szenen, dass er Antwort zu geben hat. Und zwar nicht irgendwie als ja, aber oder Empörung oder dem Chef schmeicheln, sondern auf eine ganze Kette von Fragen, wo er dann also 45 Minuten Zeit hatte, sich zu überlegen, wie er sich darauf bezieht. Und Fragen, ganz einfach stand an der Flipchart, wo bin ich bei dem Gehörten, was hat mich inspiriert, was hat mich nachdenklich gemacht, was hat mich betroffen gemacht, was habe ich für eigene Ideen daraus, wenn ich Chef des Unternehmens wäre, was würde ich tun? Und klar auch, was empört, ärgert mich oder wo fühle ich mich einfach nicht gut bedient. Das wissen die vorher. Und nach dem Interview ist dann einfach klar, einer nach dem anderen erzählt. Und mein Gefühl ist, das wirkt so unspektakulär, hat eine enorme Wirkung. Ich kenne eure Erfahrung nicht mit so Alltagsshowfixen. Ich habe das Gefühl, da wird gelabert, dieselben reden immer das Gleiche, verteidigen ihre Position. Man hört sich nicht zu, man bezieht sich schon gar nicht aufeinander. Und all das, glaube ich, braucht man gar keine großen Kommunikations- und Zuhörtrainings. Man macht es einfach durch ein kluges Drehbuch. Jetzt springe ich da zurück. Also jeder hat berichtet, sich bezogen auf das Chefinterview. Die Bezogenheit haben wir einfach eingefordert. Jetzt kommt noch eine Kleinigkeit. Als die Runde redete, hat der Chef natürlich entsprechend über eine Stunde zugehört. Der Chef konnte jetzt gut zuhören. Ich springe mal kurz in andere Beispiele. Ich erlebe viele, das sind tolle Chefs, aber die hören gar nicht zu, grätschen in jede Aussage rein, halten es überhaupt nicht aus, mal 5 Minuten zuzuhören. Auch da erlebe ich durch so ein Setting ganz beiläufig jemand, der im Leben ganz schlecht zugehört hat, vermutlich historisch erstmalig in seiner Biografie, hört 60 Minuten hin und muss nicht immer irgendwas kommentieren oder gar die Obersticht-Unternummer fahren. Klar, muss ich vorher auch diesem Team sagen, in einem hierarchischen Kontext, hier geht es nicht um Basisdemokratie, Chef, Geführte, aber auf der Basis brauchen wir andere Dialoge. Und daraus sind jetzt noch viele andere Schritte, Coaching und homöopathische Arbeiten entstanden, auch vertikale, übergreifende Arbeit mit 4 Hierarchieebenen, wo wir einfach durchgeübt haben, wie kann die Rolle und Verantwortlichkeit top-down auch gelebt werden und. Jetzt habe ich lange geredet. Ich schaue den Kameramann an. Du hast viel zu schneiden jetzt. Also danke fürs Aufnehmen und
zuhören, falls ihr so lange oder falls ihr so weit gekommen seid.